Wir gehen bei der Anzahl der Bakterien davon aus, dass wir, also wir haben 10 hoch 14 Körperzellen etwa. Also das ist 100 Billionen oder 100 mal 1 Million mal 1 Million, also wirklich sehr, sehr viel. Und wir gehen davon aus, dass wir vermutlich 10 bis 100 Mal so viel Darmbakterien haben. Also wie viel weiß kein Mensch, aber auf jeden Fall, man ist sich einig darüber, wir haben mehr Darmbakterien in uns drin, als dass wir Körperzellen haben. Und manche sagen halt, okay, wir haben keine Darmflora, sondern unsere Darmbakterien haben uns als Wirt. Ja, muss man auch mal drüber nachdenken, so das aus der anderen Seite zu sehen. Ja, also die sind in der Mehrheit. Auch was die Stoffwechselaktivität angeht, ja, wenn man da alles, was die an Stoffwechsel haben, zusammennimmt, dann haben die mehr als unsere Leber, vermutlich mehr als unser gesamter Körper. Das sollte man sich schon mal überlegen. Der nächste Punkt ist dann die Größe. Ja, da gehen die Schätzungen auch auseinander. Man geht heute so davon aus, dass wir ja so 2 Quadratmeter Körperoberfläche haben. Okay, natürlich je nach Ausdehnung, der eine mehr, der andere weniger. In der Lunge haben wir vermutlich 50 bis 70 Quadratmeter, also ein sehr großes Zimmer oder eine kleine Wohnung. Und im Darm, wenn wir wirklich alle Krypten und Falten auseinanderwalzen würden, gehen die Schätzungen so von 200 bis 600, 700, 800 auseinander. Ja, wir können uns ganz grob vorstellen, ist etwa ein Tennisplatz. Manchmal wird gesagt, ein Fußballplatz, also so groß scheint es nicht zu sein, aber Tennisplatz ist ja auch noch ganz schön groß. Und wir müssen uns dabei vergegenwärtigen, dass das immer noch Außenwelt ist. Also alles, was sich im Darm befindet, ist immer noch Außenwelt. Der Darminhalt oder der Darm ist quasi ein Stück nach innen gestülpter Außenwelt. Das heißt, der Darm ist die größte Kontaktfläche zu unserer Außenwelt. Erst wenn wir etwas wirklich über die Darmschleimhaut aufgenommen haben, dann gehört es zu uns. Ansonsten ist es immer noch draußen. Und das hat dann eben zur Folge, dass sich im Darm auch hauptsächlich entscheidet, wie unser Immunsystem ist. Also ob wir Infektneigung haben, wir eher ein schwaches Immunsystem haben oder ob wir vielleicht sogar ein überschießendes Immunsystem haben, sprich Autoimmunerkrankungen, Rheuma, Asthma, Neurodermitis, das entscheidet sich nicht nur, aber auch im Darm. Der wichtigste Unterschied ist der, dass der Darminhalt von Naturvölkern in der Regel eine größere Diversität aufweist. Das heißt, wir haben viel mehr verschiedene Darmbakterien. Und das scheint eine sehr große Rolle zu spielen. Also eigentlich so ähnlich wie in der Landwirtschaft, ja, wo wir hier bei uns eben Monokulturen haben, riesige Felder nur mit einer Sache bewachsen. So ähnlich ist es bei uns jetzt auch im Darm, dass unsere Artenvielfalt verloren geht durch unsere einseitige Fehlernährung. Und das scheint auch eine sehr große Rolle zu spielen für das Immunsystem und für viele andere Darmstörungen. Wir sollten möglichst viele verschiedene Darmbakterien haben. Und das können wir eben gar nicht so durch Probiotika, durch zugeführte Darmbakterien beeinflussen, sondern wir müssen gute Nahrungsmittel zu uns führen, also hauptsächlich mit viel Ballaststoffen. Und wir sollten dafür sorgen, dass wir gute Verdauungsfunktionen haben. Also das ist ganz wichtig. Das ist viel wichtiger für Verdauungsbeschwerden, dass wir schauen, arbeitet unsere Leber, Galle, unsere Bauchspeicheldrüse, ist das in Ordnung, als dass wir uns da jeden Tag da irgendwelche Milliarden Darmbakterien reinpfeifen. Das ist das Wichtige. Denn ich sage immer, wenn jemand eine Verdauungsstörung hat, sei das jetzt eine Laktoseintoleranz, sei das eine Histaminintoleranz, sei das eine Pankreasstörung, dann kann er nicht richtig verdauen. Und wenn ich nicht richtig verdauen kann, dann gelangen Fette und Eiweiße und andere Stoffe in den Dickdarm und dann stürzen sich dort Eiweiß- und fettverdauende Bakterien drauf. Das sind in der Regel Fäulnisbakterien, die tun uns gar nicht so gut. Und da kann ich eben so viele Laktose, so viele Lactobacillen und Bifidobakterien reinschütten, wie ich will. Solange ich da Eiweiße und Fette in zu großer Menge im Darm habe, kommen die gar nicht dagegen an. Das heißt, ich muss meine Verdauung in Ordnung bringen. Das ist das Allerwichtigste. Sonst sind die guten Darmbakterien mit gut gemeintem Willen leider völlig wirkungslos. Normal statistisch heißt, 95% der Bevölkerung befinden sich innerhalb dieses Bereiches. Und 5% außerhalb, 2,5% haben weniger, 2,5% haben mehr. Das ist statistisch normal, was aber nicht heißt, dass das optimal ist. Und bei einigen Laborwerten wie Cholesterin haben die Kardiologen und andere Interessenten durchgesetzt, dass nicht der Normalwert auf dem Laborzettel steht, weil dann müssen wir dort einen Normalwert von 200 bis 300 haben. Das wäre nämlich statistisch normal.
Nee, die haben einen vermeintlichen Optimalwert von unter 200 Milligramm. Beim Schilddrüsenwert hingegen, da haben sie den statistischen Normalwert, der ist aber nicht optimal, weil in diese Berechnung fließen viele Patienten mit einer Unterfunktion ein. Das stimmt also nicht. Wir müssen den Bereich da viel enger wählen. Oder bei den Leberwerten stimmt das auch überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht der Normalwert. Ja? Also da kann man lang drüber diskutieren. Und ja, in der Regel sagt einem der Arzt nicht, ob der Laborwert dort gerade eben ein statistischer Normalwert oder ein gesundheitlicher Optimalwert ist.